Bescheid sagen. Ja, herzlich willkommen euch. Genau, Kamera ist auch auf mich gerichtet. Hanjo, vielleicht nachher, wenn es eine Diskussion gibt, vielleicht gucken könntest, dass die Kamera dann auch in den Raum geht. Das wäre ja, herzlich willkommen zur Session Lerner als Leadership, das Experiment. Ja, ich bin Mitautorin des Leadership-Leitfadens. Und wir sind ein Autorinnen-Team gewesen von 8 Personen. Wir sind jetzt so im Ziellauf, in der Endphase und sind ein sehr gemischtes Team. Also da sind Führungskräfte dabei, Personalentwickler, Organisationsentwickler, Trainer. Das hat viel gebracht, so ein Team zusammenzubringen. Zu mir, ich bin Organisationsentwicklerin, Change- und Prozessbegleiterin und mein Fokus ist selbstgesteuertes Lernen als Instrument der Personal- und Organisationsentwicklung stärken. Meine Hashtags, selbstgesteuertes Lernen in Netzwerken, das so zu mir beruflich. Fun Fact, ich bin Stadtwaldglas-Sammlerin. Und so persönlich, ich bin im Bauhaus beheimatet, also ich bin in Frankfurt noch tatsächlich in einer Bauhaussiedlung, die unter Ernst May entstanden ist in den 30er Jahren. Ich würde gerne von euch wissen, wer ist da. Und zwar machen wir das hier per Handzeichen. Und die Leute, die online dazugeschaltet sind, euch würde ich bitten, entweder eine 1 oder eine 2 in den Chat zu schreiben. Und dann wird einfach eine Rückmeldung geben. Achso, die A, ja, 2, ne? Genau. Ihr werdet Rückmeldung geben. Ne? Erstmal die Frage: Ich habe noch keine Erfahrung mit Lernreisen. Wenn ihr da mal Handzeichen gibt. Oh wow, das hätte ich nicht gedacht, dass ich gefragt habe. Da wollte ich nämlich schnell drüber gehen. Und dann, ich habe Erfahrung mit Woll, LernOS und anderen Formaten. Das ist dann genau, ne? Also es ist Hälfte, Hälfte für diejenigen, die online zugeschaltet sind. Ich muss aufpassen, dass ich nicht auf den Bildschirm gucke, da sehe ich euch, sondern eben in die Kamera, dann seht ihr mich auch. Wie schaut es denn aus? Also, genau, da ist eine Wortmeldung. Auch im Chat. Von der Annemarie. 3x2 und einmal 1 im Chat. 3x2? Oder mit Erfahrung? Das war aus Versehen, weil du hattest gesagt, Hand heben. Achso. Schön. Okay, prima. Die nächste Frage, die ich an euch habe, das war der Auftrag. Wer ist da? Und zwar ist das was für mich, also seid ihr hier, weil ihr sagt, oh, ich überlege, ob ich sie selber durchlaufe, oder sagt ihr, interessiert mich, weil ich es als Instrument für die Personal- und Organisationsentwicklung spannend finde, oder drittens, und das beinhaltet häufig dann auch das erste oder mindestens auch das zweite, ich habe selbst schon Lernreisen initiiert und begleitet. Denn das ist ja der Fokus nachher bei der Diskussion, dass wir dann eben gucken auf dieses Instrument für die Personal- und Organisationsentwicklung. Deswegen jetzt die Bitte, eben nochmal hier Handzeichen, damit ich hier ein Bild habe. Also wer ist Kategorie 1 sozusagen, also möchte für sich gucken. Ist das was für mich? Bitte mal Hand hoch. Okay, super. Das sind so ungefähr 5, ne? Also ich mache jetzt ein bisschen flott. Und dann, ich interessiere mich für den Einsatz von Lerner als Leadership als Instrument der Personal- und Organisationsentwicklung. Super, bleibt, also es werden mehr. Und ich habe schon selbst eine Lernreise initiiert und begleitet. Okay, schön. Es ist sehr leise. Dann machen wir das so. Ist es besser? Ich habe das hier nicht festgeklickt, deswegen geht es. Ich probiere es mal bei Handy schalten aus. Was ist die Rückmeldung im Chat? 2x2? Ja, super. Also, wir haben eine bunte Mischung, ist klasse vom Zeitplan her. Also, ich werde so ungefähr 25 Minuten brauchen, weil ich ja auch die Ergebnisse unseres Piloten präsentiere. Und dann haben wir 10 Minuten Zeit für die Diskussion. Das ist sportlich, das Programm, und ich hätte auch gerne noch so einen Abschluss. Das ist Wunschdenken, schauen wir mal.
müsste aber über eine Dreiviertelstunde in Plan. Nee, Dreiviertelstunde. 25, 30, nee, ist alles gut. Genau, Einstieg haben wir. Lerner ist Leadership Guide, genau darauf werde ich eingehen. Also das ist, was die Agenda ist. Ich werde von der Umfrage berichten und dann kurz auf das Experiment der Bundesbank eingehen, plus dann eben diese Diskussion des Leadership-Leitfaden auch als Chance. Was ist LernOS? Oder LernOS Leadership Lernreise, also basiert eben auf einem Leitfaden. Mal zurücklehne. Genau, schick mir einfach die Einkaufsliste, dann mache ich das gleich. Könntest du bitte dein Mikro ausschalten? Mal gucken, hast du auch irgendwie... sieht das jemand, wer da spricht, dass wir sie genau ansprechen können? An Katrin. Wie kann ich den jetzt? Tut mir leid. Ja, ist schön, wir haben gelacht. Genau, es gibt als Grundlagen einen Leitfaden mit Impulsen und thematisch und Übungen. Es gibt, was wir empfehlen, Peer Circle, also man kann das auch als Himmelreisende oder Tandem machen, das ist bei vielen Leitfäden der Fall. Wir haben explizit gesagt, ihr profitiert vom Austausch. Man braucht für die Vorbereitung eine Stunde pro Woche und für die Treffen ebenfalls eine Stunde pro Woche. Da es darum geht, ein eigenes Lernziel, persönliches zu verfolgen, kommt dann zu diesen 2 Stunden noch ein Add-on drauf. Und da ist halt unsere Empfehlung, guckt, wie viel Zeit ihr habt. Und am sinnvollsten ist es, wenn es ein Ziel ist, was ihr sowieso habt und was ihr einbringen könnt. So sieht der Lernpfad aus für 13 Wochen. 13 Wochen deshalb, es gibt so eine Auftaktwoche, wo ihr euch eben organisiert. Und dann ist diese Lernpfad dreigeteilt. Also es gibt eine Ich-Reflexion, es gibt das Thema meine Führungsrolle und dann geht es auf die Zielgerade und die Umsetzung und die Sichtbarkeit. Wir haben 2 Pitstops eingebaut, die wir für extrem wertvoll halten und also auch gesehen haben, wie wichtig die sind. Und es gibt zum Abschluss eine Retrospektive. Inhaltlich kann man sagen, eben am Anfang ganz klar diese Ich-Reflexion, auch meine eigenen Werte. Also da tatsächlich auch so gucken, wer bin ich, was ist mein Arbeitsumfeld, dieser genaue Blick. Dann steigen wir ein. In den 2. Teil mit der Führungsrolle, da ist zum Beispiel ein Abgleich auch vorgesehen des eigenen Führungsverständnisses mit dem Führungsverständnis des Unternehmens. Es ist auch vorgesehen, mal zu gucken auf die Unternehmenskultur, denn mein Status und was ich erreichen will, kann meilenweit entfernt sein von dem, was ich in meiner Organisation erlebe. Und das wieder zusammenzubringen. Und eben dann auch das Thema, was ist mein Einflussbereich? Das ist so der mittlere Teil. Und auf dem letzten Teil, da ist die Gruppe ja auch schon zusammengewachsen, der Circle. Da ist Vertrauen gewachsen. Da ist die Möglichkeit für Peer Coaching. Liberating Structures verwenden wir da. Und wir setzen sehr stark auf Komm ins Handeln. Seek, Sense and Share hatten wir gestern auch. Ne? Also da ist die Betonung auf Sharing. Also Audio only, das muss man streichen. Das steht da, ist sehr cool, aber das haben wir nicht untergebracht. So viel zur Lernreise. Die Zielgruppe ist heterogen. Also wir haben angefangen zu überlegen, disziplinarische Führung, ja wunderbar, aber wir haben es breiter angelegt. Leadership ist gefragt in ganz unterschiedlichen Rollen und die Rollen, das ist laterale Führung, aber auch Future Leader, Nachwuchsführungskräfte und Berater und Begleiter, wobei ich muss dazu sagen, Berater und Begleiter müssen wirklich auch Übersetzungsarbeit leisten mit dem Leitfaden. Ne? Also das ist schon eine Herausforderung. Du bist richtig, wenn du
dich weiterentwickeln willst, wenn du dich als Leader reflektieren willst und eine eigene Perspektive suchst. Und das Dritte, das ist jetzt ganz wichtig, also wir haben kein Leadership-Ideal vorgegeben, sondern das ist eine persönliche Entwicklung, zu sagen, was ist mein ganz persönliches Verständnis von Leadership? Und klar, ne, konkrete Führungsherausforderungen, das kann auch heißen, ich möchte eine neue Führung oder ich möchte erstmal in Führung gehen und dann ne, ein eigenes Entwicklungsziel, genau, und du möchtest dich austauschen, das sollte ein wesentlicher Teil sein. Zu den Umfrageergebnissen, ich hatte es schon heute Morgen gesagt, im Pitch, also wirklich, die Umfrage habe ich Ende Juni gemacht und am Wochenende da gesessen. Also meine Kolleginnen aus dem Autorinnen-Team haben das noch nicht gesehen. Wird auch noch weiter von mir verfeinert. Erstmal das Pilotsetting, was wir hatten, das war schon klasse. Also wir hatten von Januar bis April einen Piloten und die Zielgruppe eben genauso homogen wie ja auch gedacht haben. Wir haben 100 Teilnehmer gehabt, das hat wirklich, also 8 Leute, 8 Autorinnen, ziemlich gutes Netzwerk, waren selbst echt überrascht. 18 Pilotzirkel hat es gegeben, plus einige Tandems und Singlereisende. Schon beim Bergfest war die Rückmeldung, also der Austausch ist super. Die Möglichkeit zur Selbstreflexion, das ist echt key und die wechselseitige Unterstützung. Also davon liegt der Leitfaden und deswegen also auch nochmal die Bestätigung, das nicht als Single-Reisende anzugehen, also ganz klar und eindeutig die Empfehlung. Genau, hier nochmal die Rücklaufquote, also 40%, das ist super, ne? Da kann man schon drüber dann sprechen. Und jetzt seht ihr, gefragt habe ich, in welcher Rolle hast du gerade hauptsächlich durchlaufen? Und ja, natürlich waren viele Berater und Begleiterinnen dabei, 30%. Aber wenn ihr auf Rot und Blau guckt, also laterale Führungskräfte waren dabei, die ohne disziplinarische Verantwortung und Führungskräfte mit disziplinarischer Verantwortung. Es waren auch einige Nachwuchsführungskräfte dabei, da muss ich jetzt ein bisschen lachen, weil nämlich die einfach weniger zurückgemeldet haben. Die waren beim Bergfest sehr stark vertreten, waren auch ziemlich begeistert, muss ich sagen, gerade auch also sehr enthusiastisch auch so, weil es für sie eben relevant war, auch mit älteren, erfahrenen Führungskräften eben sich auszutauschen. Aber bei der Umfrage war hier nicht die Zeit. Genau, welche Berufserfahrung hast du in dieser Rolle? Da war ich persönlich überrascht, weil ich hätte gedacht, dass viel mehr New Leader dabei sind und viel mehr Führungskräfte mit einer geringeren Berufserfahrung. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ihr seht, 52% haben über 5 Jahre Berufserfahrung in dieser Rolle. Also so habe ich es ja auch extra abgefragt. Und dann 22,5% eben 3 bis 5 Jahre. Also da ist man schon auch Experte in der Rolle. Hast du zuvor eine vergleichbare Lernreise gemacht? Und dann habe ich LernOS abgefragt, Working Out Loud, andere Formate. Und ich finde es spannend, die untere Zahl, also es waren wirklich nur 32%, also nur ein Drittel, haben noch gar keine Lernreise gemacht. Die haben natürlich in den Circles dann auch von denen profitiert, die da schon Erfahrung haben. Also das ist immer ganz hilfreich. Das heißt, also wir haben hier wirklich auch Lernenthusiasten dabei gehabt. In welchem Unternehmen hast du denn? In welchem Unternehmen hast du denn die Umfragen gemacht? Weil das hat ja Auswirkungen darauf, wie viel Prozent Menschen oder Führungskräfte überhaupt eine Lernreise gemacht haben. Die Pilotteilnehmer, die haben wir rekrutiert aus unserem Netzwerk. Also wir haben das public gemacht, wir haben über LinkedIn gepostet. Das heißt, die Pilotteilnehmer sind aus ganz unterschiedlichen Unternehmen gekommen. Alles klar. Also, ne? Genau. Ja. Ja, das ist natürlich eine Rückmeldung, die uns freut. Würdest du die LernOS Leadership-Reise weiterempfehlen? 87,2%. Das war eine helle Arbeit. Ganz ehrlich, alles drunter. Werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen enttäuscht, aber es freut einen trotzdem.
Ja, und jetzt ganz konkret habe ich nochmal nachgefragt und ich würde euch bitten, ihr seht das ja als Blockdiagramm, dass ihr euch das als Kurve vorstellt, also zieht eine Verbindungslinie mal. Ne? Die erste Frage, die ich hier auch vorstelle, der Austausch in meinen Lernzirkeln bzw. im Tandem hat mich bereichert. Und das haben wir ja vorhin schon gesehen auf dem Slide, also dass da wirklich auch der Austausch für alle wesentlich war. Was wir aber im Voraus eben hatten, wir haben ja ganz bewusst auch gesagt, wir adressieren ganz unterschiedliche Rollen, also laterale Führungskräfte und disziplinarisch, die mit disziplinarischer Verantwortung, auch New Leader. Und da ist es eben spannend, also wir haben gesagt, es wird eine Bereicherung, wenn die heterogen sind. Und es waren 87,5% der Circle waren heterogen besetzt. Und die haben vom Austausch eben profitiert. Und zwar enorm. Zweite Frage, jetzt seht ihr, die Kurve rückt schon ein bisschen weiter nach links. Wie leicht ist es dir gefallen, selbstgesteuert zu lernen? Also da sieht es nicht, weil ich mache nochmal das andere Bild. Ne? Das sieht jetzt, das ist auch mal gut, die Werte. Aber da sieht man schon deutlich, also da ist die Spanne von 4, ja, das ist eher weniger zufrieden, bis eben auf diese 30% voll und ganz zufrieden waren. Jetzt seht ihr, die Kurve geht noch weiter. Also ich bin zufrieden, weil ich mit meinem eigenen Entwicklungsziel gekommen seid. Und, et voilà. Es ist von 1 bis 10 echt alles vertreten. Ne? Also es ist eher mittig ausgerichtet. Und so bei, ich weiß nicht, das seht ihr auch. Ne? Also das, da gibt es auch einen deutlichen Ausschlag. Hier nochmal in der Zusammenschau. Und da finde ich, wird es nämlich richtig spannend. Also ich habe einfach nochmal den arithmetischen Mittelwert genommen und gewichtet. Und da sieht man, also Austausch, super, ne? 8,6%. Es geht deutlich runter mit, wie leicht ist es mir gefallen, selbstgesteuert zu lernen, mit 7,5%. Und ich bin zufrieden, wie weit ich mit meinem Entwicklungsziel gekommen bin. Das ist dann nur noch 6,5% im Mittel. Und viel deutlicher wird es eben in den Spitzenwerten, also da, wo man wirklich sehr zufrieden ist, wo man sagt, voll und ganz erfüllt. Da wird es nämlich richtig deutlich, das sind 51,4%, die sagen, wow, der Austausch, der war richtig gut. Und es sind nur 8%, die eben mit sich selbst zufrieden sind. Und ich glaube, das ist für mich eine der wichtigsten Ergebnisse auch in dieser Umfrage, eben weil es auch eine Herausforderung ist, damit aktiv umzugehen. Ich würde sagen, einfach von der Zeit her, man kann sich über Statistik super unterhalten. Wir können aber auch die Zeit für Diskussionen nutzen. Und wenn jetzt keine Verständnisfragen sind, könnten wir die Fragen später machen. Und ich würde eher weitergehen. Aber wie gesagt, Verständnisfragen, vielleicht auch im Chat oder so gerne. Also ich sehe hier niemanden, der mit großen Fragezeichen ist. Freut mich. Kurz, ich hatte ja gesagt, also ich begleite in der Bundesbank, ein kleines, wirklich kleines Experiment, findet statt im Zentralbereich B, also steht für Personal, zusammen mit Kerstin Müller, der Mechthild Hintler-Moor und mir als Begleiterin. Da gibt es einen Versuch und ich zeige gerade, was so die Zielrichtung ist. Also was wir kennen ist ja, und das war super auch mit Pilot aufgebaut, also lauter Freiwillige aus unterschiedlichen Unternehmen, die Lernenthusiasten sind und jetzt eben zu sagen, ja, aber es mal als Instrument der Personal- und Organisationsentwicklung testen und das ist eben Sinn dieses Experiments, was am 6. April gestartet ist und noch ongoing ist. Das Ziel ist eben, einen Beitrag zum strategischen Ziel zu leisten, also der Bundesbank, da ist selbstorganisiertes Lernen und Austausch tatsächlich oben auf der Agenda. Es geht um Ideenentwicklung, welche Zielgruppe, also ganz viele, die von dem Lerner als Leadership-Leitfaden hören, die sagen erstmal nie wieder. So, die denken an die Kosten,
Lernreise kostet nichts. Und das machen wir für die jungen Führungskräfte. Und ich habe gesagt, ja, da steht aber ein bisschen mehr drin. Also man kann das wirklich als Instrument der Personal- und Organisationsentwicklung spielen. Da doch mal hin. Und es ist jetzt tatsächlich auch die Idee, da mal hinzugucken, wo könnte das passen. Dann geht es um die Förderung von Vernetzung und Austausch. Ja. Was es heißt, eben den Leitfaden als Instrument einzusetzen, das heißt, es braucht eine entsprechende Rahmung eben. Und die haben wir ja schon beim Piloten geboten, also wir haben ja echt viel Zeit reingesteckt, Tip-Off, Bergfest, Abschlussfeier, und das zieht natürlich die Leute. Also das ist wirklich auch, ich habe auch gestern mit anderen darüber gesprochen, also diese Rahmung, wenn die attraktiv ist, so eine Lernreise kann auch echt anstrengend werden. Und dann sind solche Treffen, wo man sich auch übergreifend vernetzen kann, auch das ist ein wichtiger Aspekt, sind einfach nochmal gute Möglichkeiten, auch sich Motivation zu holen, und also die machen das Ganze auch attraktiver. Was ich zu diesem Rahmen auch zähle, ist, dass ich sage, also wir haben ja gehört, also oder gesehen, diese Rückmeldung, das selbstgesteuerte Lernen, dass das durchaus eine Herausforderung ist. Und was für mich zu so einem Rahmen gehört, das einfach auch mal auf den Tisch zu legen und zu sagen, ja, das ist auch eine Hausnummer, so eine selbstgesteuerte Lernreise zu machen. Ihr habt da 4 Lernebenen, wenn ihr da durchlauft. Und zwar das eigene Verständnis eben von Leadership entwickeln, dann ein Erfahrungslernen am eigenen Entwicklungsziel arbeiten, dann selbstgesteuert zu lernen und dann noch von und miteinander lernen. Und jeder, der schon mal in einem Lernzirkel war, weiß es. Ne? Also es braucht Vertrauen und es kann auch anstrengend werden. Und ja, also nicht jeder Lernzirkel ist gleich. Und manchmal profitiert man auch gerade von denen, die am Anfang sehr anstrengend sind. Das zum Beispiel ist ein Aspekt, den man reinbringen kann, also den Lernenden, die da unterwegs sind, das als Unterstützung mitgeben und auch das Thema eben nochmal deutlich zu machen, also was ist denn der Unterschied? Also ich habe jetzt gerade auch eine Zertifizierung zur Trainerin gemacht, und man hat ja eine Klaviatur von Handwerkszeug, also man macht sich didaktische Überlegungen, man berücksichtigt die Heterogenität der Lernenden, man hat seine Ziele, aber die Feinziele, und die gestaltet man auch tagesabhängig in der Vermittlung. Also man ist permanent am Austarieren. Je erfahrener du bist als Trainer, je besser deine Didaktik stimmt, desto interessanter ist auch für die Teilnehmer das Lernerlebnis. Und diese Rolle fällt ja weg beim selbstgesteuerten Lernen. Dann hast du nur eben noch dich selber. Und das ist für mich also die große Herausforderung, sich selber ein guter Lernbegleiter zu sein und da immer, immer besser zu werden. Und das kann ich auch offenlegen. Also es gibt jede Menge Leute, die selber Lernreisen initiieren, begleiten und die dann auch sagen, und ich scheitere da selber dran. Also es gibt einfach immer wieder auch die eigene Herausforderung, und ich bin weit davon entfernt, mir selbst eine gute Lernbegleiterin zu sein. Also ich finde, da gibt es noch sehr viel Spiel, und das will ich vermitteln. Es geht darum, sich die Zeit zum Lernen zu nehmen. Man muss mit dieser Komplexität handeln und man muss die Ziele im Blick behalten. Und in dieser Situation zu lernen, sich selbst ein guter Lernbegleiter zu sein, auch das, da hat die Personalentwicklung, die Organisationsentwicklung eine andere Rolle. Eben, man kauft nicht mehr Trainer ein, man schafft nicht ein super Setting safe, sondern man entlässt auch die Leute in ihre Verantwortlichkeit, und trotzdem ist es gut, eine Unterstützung zu geben. Ja, die besondere Chance des Lerner als Leadership Guides sehe ich darin, also es stärkt selbstgesteuertes Lernen im Unternehmen und weit mehr noch, also die Führungskräfte werden zu Vorreitern, Impulsgebern, zu Promotoren für selbstgesteuertes Lernen. Man kann den Lerner als Leadership Guide auch nehmen und mit anderen Themen verknüpfen.
Und auch dann kann man diese Themen voranbringen. Also ich werde jetzt mal ein Stichwort ein, Digitalisierung. Also man könnte als Entwicklungsziel ja zum Beispiel auch ein Digitalisierungsthema nehmen. All das eben ist möglich. Und also das ist das Schöne durch den Bundesbahnpiloten, also beim Bergfest. Ich hatte da eine Führungskraft, die gesagt hat, Mensch, und ich mache das, ich hätte Lust drauf, dass eben meine Mitarbeiter nicht mehr ein Seminar buchen. Ich sage denen, die sollen selber was suchen und die kriegen von mir die Zeit. Und da sagt ich, hey, Bino, das ist das, was ich mir vorstelle, was ich mir wünsche. Denn es gibt eben nicht nur die Lernenthusiasten, sondern es gibt auch die anderen. Und es dauert, bis man in diese Rolle reinwächst, selbstgesteuert zu lernen. Ja. Soweit mein Vortrag. Ich weiß nicht, wie ich in der Zeit bin. Ob ich da 26, ja, das ist doch super. Dann würde ich gerne mit euch in die Diskussion gehen. Also gerne ist Leadership als Instrument der Personal- und Organisationsentwicklung. Und ich würde es gerne zweigeteilt machen. Ich würde gerne zum einen gucken, was sind Chancen und Herausforderungen, und zum anderen gucken, was ist ein guter Rahmen und eine gute Begleitung, und da würde ich auf eure Ideen. Und wenn das so für euch okay ist, starten wir damit, aber ich würde gerne den Raum öffnen, wenn ihr sagt, Fragen, da bin ich jetzt gerne. Genau. Danke, erstmal vielen Dank dir. Das war sehr, sehr interessant, was du dargestellt hast. Ich habe nochmal eine konkrete Frage zu dieser Lernbegleitung. Da hast du gesagt, TrainerInnen haben wir da, ich weiß nicht, ausgebildet. Oder jedenfalls mich interessiert der Hintergrund nochmal, diese TrainerInnen, die das, diese Lernbegleitung da durchgeführt haben. Kannst du da noch einen Satz sagen? Achso, in dem Fall, dann war das missverständlich. Ich selbst habe einfach kürzlich eine Zertifizierung zur Trainerin gemacht. Und von daher war mir nochmal bewusst, was gehört denn alles dazu, eine gute Trainerin zu sein. Und da waren gestandene, erfahrene Trainer und wir haben trotzdem wirklich dazugelernt. Und wenn man als Trainer, und ich mache das überhaupt nicht hauptberuflich, ne, wenn man so viel drauf hat, und das war für mich einfach die Folie zu sagen, und das macht man selber als eigener Lernbegleiter. Ne? So, ja. Und ansonsten denke ich mir, eine Personal-, Organisationsentwicklungsabteilung müsste super in der Lage sein, Menschen gut zu begleiten. Das gibt es ja auch also, als Graswurzelinitiative in Unternehmen und die machen das auch ganz gut. Also es ist vielleicht eher so, dass eine Personal-, Leadership ist ja nicht nur möglicherweise ein Führungskräfte. Also jeder selbst tut da seine persönliche Leadership zu übernehmen. Habt ihr da auch Menschen dabei gehabt? Beziehungsweise wolltest du diesen Menschen raten? Sich mit solchen Leuten zu mischen, die jetzt ganz konkret wirklich Führungspositionen haben. Und ja, genau. Wir haben ja hier. Also, ich habe mir das nochmal überlegt, denn ja, wir haben ja heterogene Leute. Also, wir haben zum Beispiel laterale Führungskräfte und diese laterale Führungskraft, das kann ja ein Teamlead sein, ne? Das kann eine Projektmanagerin sein, das kann auch ein Leader sein, so wie du sagst, also ich bin ein Innovator, ich stehe für ein bestimmtes Thema. Wo ich merke, wo vielleicht Grenzen sein können, ist das Thema agiles Führungsverständnis, weil da habe ich gedacht, da geht es doch eigentlich weniger um Thema Führung, da geht es um Performing Teams, sage ich jetzt mal. Wie können wir als Team zusammen wirksam werden? Also da würde ich, glaube ich, eher in diese Richtung gehen. Ne? Also von daher
würde ich sagen, ja, es ist schon für diejenigen gut geeignet, die in irgendeiner Form eine herausragende Rolle haben. Also wir haben noch nicht so viel Erfahrung. Also wir haben ja nur Lieder dabei gehabt, wir haben viele laterale Führungskräfte dabei gehabt. Also von daher denke ich, das funktioniert, aber ich, also können wir auch vielleicht noch mal tiefer einsteigen. Da würde mich interessieren, by the way, wenn es noch andere Menschen gibt. Wir kommen auf dich zu. Okay, gut. Ja, dann wollen wir wieder einen Blick auf die Zeit nehmen. Das war irgendwie uns immer noch. Wir haben jetzt 31. Super, dann 5 Minuten Chancen, Herausforderungen, 5 Minuten Rahmenbedingungen, 5 Minuten. Das fände ich cool. Genau. Dann will ich jetzt die Diskussion eröffnen und auch herzlich sind die eingeladen, die online dabei sind. Also ich sehe hier nur schwarze Bildschirme. Also wenn ihr euch einklinken wollt, ich finde es super schön. Wir sehen es nämlich hier vorne auf dem Screen. Wenn ihr Lust habt, dann schaltet euch doch bitte gerne die Kamera frei. Nicht das Mikro. Ja, okay. Die brauche ich nicht mehr. Noch ist Punkt Escape, genau. Und dann hier Bildschirm teilen. Das ist mir jetzt zu viel. Entschuldigung. Mach ihn mal. Da hast du ja das. Danke dir. Eine Herausforderung, die ich selber sehe, und ich glaube auch, das war die Rolle des Begleiters, mein Verständnis von deinen Erläuterungen, ist, das Ziel zu setzen. Ein Ziel, das mich motiviert und wenn ich es nicht erreiche, mich frustriert, sondern wirklich machbar und erreichbar, aber gleichzeitig einen Mehrwert bringt. Also das sehe ich als persönliche Herausforderung zu benennen lassen. Ja, absolut. Also, wir haben ja eine Diskussion zusammen, weil du so in meine Richtung kommst. Ja, also ich schreibe genau, ein bisschen mit, weil ich Lust habe auf die Ergebnisse. Da war auch eine Frage an dich gerichtet. Inwiefern habt ihr da auch begleitet, was jetzt diese Zielsetzung angeht? Also wurde das ein bisschen eingegangen? Ich sag mal, da BOL, naja, es soll ein Teil von deinen Zuschauern erreichbar sein. Wir haben gerade ein bisschen dran geredet, was naht, oder wie habt ihr das in dieses Thema Zielfindung? Das haben wir tatsächlich, also ich meine, es waren jetzt Lernenthusiasten, es war ein Pilot, da haben wir das nicht gemacht. Jetzt im Personalservice hätte man es machen können. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Unser Learning war auch übrigens gewesen. Die zwei, die ich vorhin gezeigt habe, LernOS, die ist ja, wird von vielen verwendet. Und was ich dann noch reingekriegelt habe, ist Denkschwang, Entwicklungsziel und Sportzeit, ne? Also über Kommentare. Weil das auch in der Bundesbank, ich habe es gesagt, aber irgendwo waren die dann doch über das Sprung, ja, ich brauche noch ein gutes Entwicklungsziel. Ne? Also kurz gesagt, ich habe es nicht unterstützt, wir haben es nicht unterstützt, aber ich würde das definitiv machen. Das ist mir also ich finde das ganz spannend, gerade vor dem Hintergrund auch der Auseinandersetzung mit der eigenen Führungsphilosophie in Kombination mit denen der Organisation, weil das ist was ich jetzt auch so im Alltag, also ich bin im Bereich der Führungskraftentwicklung, hier nicht viel miterlebe, dass das echt so eine schwere Brücke ist für viele, bei denen, wie schaffen wir das, dass man sich damit identifiziert, dass man da diese Brücke kriegt, was bedeutet das eigentlich für mich, und deshalb finde ich das sehr spannend, Ihren Ansatz. Also schön, dass du das sagst, weil vorhin, als ihr referiert habt, hier der Mio hat ja vorhin mit der Simone über das Führungsmodell gesprochen, für die, die nicht da waren, bei der Bundesagentur für Arbeit, ne, wo man eben ein Führungsmodell entwickelt hat für die Führungskräfte und genau das dann eben zu machen, also das ist noch lange nicht meins, wenn es irgendwie da referiert wird, dann in der Auseinandersetzung. Ich würde das kurz beantworten. Wie umfangreich ist denn der Leitfaden des Workbooks? Also
Hintergründen, glaube ich, die brauchen wir Irritation annehmen. Ja. Und das kann man natürlich selbst gesteuert machen, das ist ganz unaufwendig, das ist ein Content gesteuert. Also habt ihr denn da konkret in dem Workbook oder in dem Leitfaden Anregungen, wo Sie sagen, da können wir uns mal mit beschäftigen? Ja, selbstverständlich. Also okay. Das ist wirklich, also es gibt jede Woche, sind ja eine Vorbereitungswoche und dann, das sind ja 12 Wochen, wo du inhaltliche Impulse bekommst und auch Übungen dazu machst. Ne? So, also gerade so in der Mitte kommt auch, das ist der Anfang des zweiten Teils, so dieser Abgleich mein Führungsverständnis und das Führungsverständnis in meiner Organisation. Und da zu schauen, ne? Da auch mit anderen in Austausch drüber zu gehen. Also das ist perfekt, dieser Snatch. Und das Zweite, was dann im mittleren Teil kommt, das ist eine Auseinandersetzung mit Claire Grace. Also das ist zum Beispiel der Ladu hat auch mit so einem Entwicklungsmodell gearbeitet. Es kann sein, dass ich ein Team habe, die brauchen gerade in einer Krisensituation ja Lagerfeuer. Ja? Da bin ich auf einer ganz anderen Ebene und auf einer anderen Ebene als Führungskraft gefragt, als wenn mein Team irgendwie Highflyer agil unterwegs ist und ich da eben auch solche Themen angehen kann. Das kommt einfach auf mein Umfeld drauf an. Und genau, das ist so ein Impuls. Check, genau. Könntest du dir vorlesen, die Frage? Ja, Miriam, dann sprich einfach. Ne? Du, genau. Ich hoffe, ihr hört mich schon. Super, ja, und wir sehen dich auch. Cool, vielen Dank. Erstmal vielen Dank für den sehr spannenden Input. Nun sind ja Führungskräfte eine sehr spezielle Zielgruppe, kann man sagen. Und wir haben in der GIZ auch vor, eine Pilotierung für Führungskräfte durchzuführen. Und fragen uns jetzt gerade, was kann man in der Kommunikation beachten? Also erstmal in der Bewerbung von so einem Lernangebot. Und was waren da oft die Pain Points? Also das ist ja oft zeitlich begrenzt, was Führungskräfte da abdrücken können an zeitlichen Ressourcen. Wie seid ihr dem begegnet? Also dadurch, dass wir das jetzt mit Lernenthusiasten gemacht haben, muss man dem gar nicht begegnen. Und es ist aber tatsächlich so, dass man das einbringen muss. Es kostet Zeit. Und das ist auch immer die Diskussion. Also ich kenne das wirklich, ich mache das ja selber. Also ich arbeite mit Wissensarbeitern zusammen, die extrem wenig Zeit haben. Und ich stecke viel Energie und Zeit rein, Sachen kurz und knackig zu machen und leicht konsumerabel. Diesen Anspruch kann man bei so einer Lernreise nicht haben. Und das muss man den Führungskräften auch sagen. Es geht hier sehr viel um Selbstreflexion, um Auseinandersetzung, es braucht Zeit. Und es geht auch um selbstgesteuertes Lernen. Das heißt, es ist nicht mehr Häppchen, also es sind nicht mehr mundgerechte Häppchen, die man reicht. Das ist der Unterschied und das ist aber auch die persönliche Erfahrung, die sie machen können. Und die Führungskräfte sind ja auch selber in der Rolle, dass sie selbstgesteuert lernen müssen für sich selbst. Also das zu verstehen, dass das anders funktioniert, was das auch an Aufwand braucht, also darum geht es. Also deswegen, ich bin auch eine große Freundin davon, das nicht zu groß einzupacken, auch wenn ich sage, es muss begleitet werden. Also ich kenne zum Beispiel in der Volk-Community diesen riesen Aufwand darum und da sage ich, nein, das ist nicht. Also man kann am Anfang viel Aufwand machen, aber wenn man selbstgesteuertes Lernen so einpackt, wie soll das funktionieren, dass es dann von alleine geht? Ja? Also das ist ja das Ziel auch. Ne? So, ist das für dich befriedigend, die Antwort? Es ist ja absolut eine Diskussion, ne? Also das sehe ich schon. Ja. Genau, danke schön. Hast du, also weil ihr sagt, bist du GIZ oder GIZ? Genau. Ja, wir das sind da jetzt gerade dabei, irgendwie uns kommunikativ zu überlegen, was muss man vorher beachten, wenn man eben Führungskräfte da reinholt, wie inhaltlich offen sollte das auch sein, also dass man eben entweder so einen Leitfaden durchläuft mit den Führungskräften oder dass eben die auch sehr selbstgesteuert ihre eigenen Lernziele bestimmen können,
wie viel Offenheit brauchen die auch oder wollen die eher wirklich Katas und einen festen Ablauf? Fragen, würde ich sagen. Ne? Ja. Also, ja, also ich könnte von unserer Erfahrung vielleicht kurz dazu berichten. Also wir haben am Anfang sehr viel Fokus auf Content gelegt und haben den Leuten allen möglichen Content in diese Lernreisen gelegt. Also der Content ist überall da. Wer den Content haben will, der kriegt den Inhalt der Firma außerhalb, der ist überall da. Das heißt, den Fokus, den wir dann gelegt haben, ist auf Neugier. Wie kriegen wir die Leute neugierig? Also was müssen wir tun, ob das ein Cliffhanger ist, ob das eine Story ist, ob das jemand anders ist, der erzählt, was er erlebt hat. Aber es Neugier erzeugen, sei es wie eine Hörtüröffner, der bei uns am besten funktioniert. Das kombiniert, und das ist in dem Lernguide auch relativ gut drin, diese kleinen Selbstwirksamkeitserfahrungen. Also das kann durch einen Austausch getriggert sein, wie man anders erzählt, was bei ihm funktioniert, was bei dir funktioniert. Das hilft mir dann sofort, das umzusetzen, das auszuprobieren, wenn ich beim nächsten Mal berichte darüber, wenn die anderen auch wieder neugierig auf uns draufgehen. Also mehr Fokus auf Neugier als auf Content. Und das andere, das ist das Schöne bei dem selbstgesteuerten Lernen. Du kannst die Leute sehr stark beteiligen. Und je mehr man sie beteiligt, umso mehr findet man heraus, was ist denn für dich selber relevant. Und in dem Moment, wo wir an selbstrelevanten Themen arbeiten, haben sie sowieso den größten Erfolg von den Ergebnissen. Und diese Kombination Neugier, Beteiligung und Selbstrelevanz, die hält die Leute ziemlich lange an der ganzen Thematik an. Aber es ist schwierig. Also es ist, wir haben auch selber eine 12-Wochen-Reise. Aber es dann, aber es geht. Also wir haben für Führungskräfte, oder? Ja, wir haben okay. Es, die letzte Durch haben wir 400 Leute durchgelaufen, haben es in, weiß nicht, ich glaube, 15 Mal durchgemacht, das ganze Leben seit 6 Jahren. Also das ist eine wachsende Reise und je mehr Leute durchgehen, umso mehr erzählen natürlich auch. Und das haben wir im Programm in den Aufgaben drin, dass diese Führungskräfte in ESN, also bei uns im Enterprise Social Network, wirklich über ihre Erfahrungen dann berichten. Sie werden selber zu Ambassadoren zu Botschaftern des Programms. Denen glaubt man eher als uns. Ja, das ist ganz schön, dass du das hast, denn, also das ist das, was ich zum Beispiel bei der Funktionsplanung gemacht habe, dass wir darauf gucken, wie kann man das für den Unternehmenskontext anpassen. Ne? Also was kann man, wobei, also die Impulse, wir gehen ja jede Woche Impulse rein, die sind aus meiner Sicht sinnvoll und da würde ich gar nichts dran basteln, sondern ich würde eher sagen, okay, das ist der Leitfaden, das ist der Impuls, das ist die Übung und was passt noch quasi für die Organisation. Ja? Also jetzt Stichwort wäre hier der Impuls, ein eigenes Führungsverständnis, was gerade gemutet wird, ne? Setzt euch da rein. Oder, also das können viele andere Impulse sein, dass Und da ist es auch wirklich sinnvoll, die Lernreisen zu beteiligen. Zum Beispiel deswegen machen wir auch bei der Bundesbank erstmal in der Personalabteilung eben durch. Ne? Also zu gucken, was kann man als Rahmenprogramm auch durch umsetzen. Ne? Also gerade bei diesen Werkfesten, also ich hab da Working Out Loud Reise gemacht und kann das Rahmenprogramm wirklich auch auf die Teilnehmenden zugeschnitten und es war attraktiv, dann auch teilzunehmen, Neugier, ne? Auch immer wieder motiviert werden. Ja, genau. So, da war eine Frage. Ja, genau, wir haben nur noch wenig Zeit, aber nicht genug. Ich glaube, sie ist nicht so lange. Mich würde noch interessieren, inwiefern man die Zusammensetzung des Circles steuern muss. Also, wenn es ein unternehmensinternes Programm ist, ja. Muss ich dann aufpassen, welche Führungskräfte da zusammenkommen oder wie macht ihr das? Oder ich meine, bei 400 ist das natürlich schon, ne? Aber wenn es jetzt weniger Mitarbeitende sind, muss ich das steuern, wer da zusammenkommt. Ja, das ist eine Herausforderung, ne? wenn da Abhängigkeiten und so bestehen. Also das ist eine Sache, die muss ich für eine Personal- und Organisationsentwicklungsabteilung sehr genau überlegen. Also mein Credo ist, also deswegen habe ich auch die Zeit, diese Identität, die ist super, davon profitieren die Leute. Aufhören mit dem Kästchen denken, auch Projektmanager sind Leader. Und da eben die Leute wirklich mischen und auch von den Erfahrungen her mischen. Aber man muss es einmal mal hinschauen. Geht's nicht, passt die Unternehmenskultur dazu. Und ich habe einen Hinweis bekommen, also wir sind an der Zeit in dem Limit und wir werden auch, ich glaube,
ihr werdet automatisch rausgeschmissen. Ne? Also von daher vielen Dank auch für die aktive Beteiligung. Und dann würde ich einfach gerne nochmal Danke sagen. Genau. Sieht man das? Danke. Kriege ich die. Und ja, vielleicht nochmal schreibt gerne oder nochmal eine Rückmeldung zur Session, wie es für euch war. Steht zur Verfügung, wenn jemand sagt, ich habe Bock, das in meinem Unternehmen einzustellen. Also, ich war auch schon hier dann bei Meetups, da komme ich gerne vorbei oder einfach Tipps und Ratschläge. Und ansonsten, also ich brenne sehr für das Thema und ab August stehe ich da auch Vollzeit zur Verfügung. Also, wenn da jemand sagt, also er braucht mehr, also ich kann mir auch vorstellen, echt intern oder extern Vollzeit zu unterstützen. Von daher kommt gerne auf mich zu. Aber also das sind zwei Sachen. Das eine, ne, ist so ab Oktober und das andere ist jederzeit. Also gerne, ihr findet mich auf LinkedIn oder auch jetzt können wir uns eben austauschen, wenn das für euch ein Thema ist. Selbstgesteuertes Lernen. Vielen Dank.